Fließgewässer befinden sich in ständigem Wandel. Farbe, Temperatur, Stand und Strömung des Wassers. Nichts davon ist konstant. Es kommt regelmäßig vor, dass ein Bach anschwillt oder sogar aus einem Bett tritt. Lachen, kleine Teiche bleiben zurück. Hallo. Nanosim. Nanosim? Er ist im Wasserstrudel verschwunden. Samt Frosch. Wir haben immer noch Grund zur Sorge. Von wegen. Gar nichts bewegt sich hier. Köcherlarven und Frösche fließen ab. Und nun werden wir getrunken. Ach, er stillt nur seinen Durst. Aber warum ausgerechnet hier? Ich habe nichts mit dem Teich zu tun. Ich bin ein anständiger Bachbewohner. Ich vermisse mein Bad mit kaltem Fließwasser. Ich will nach Hause. Das wird schwierig sein. Anscheinend sind wir in eine Falle geraten. Oh, es ist wirklich heiß. Achtung, Wasserschlangen. Das sind Blutegel. Ich habe von ihnen in einem großen Buch gelesen. Noch damals im Wohnröhrchen der Außerwässrigen. Das hier sind mediterrane medizinische Blutegel. Sie leben in Mooren und Sümpfen und saugen das Blut der Lurche. Wie die Vampire? Ja, sie haben 10 kleine Augen und an beiden Körperenden 2 Haftscheiben, womit sie sich an ihre Beute festheften. Damit sie länger trinken können, haben sie gerinnungshemmende Stoffe im Speichel. Schon klar, wir sollten ihnen möglichst aus dem Weg gehen. Sind sie weg? Dann würde ich ja vorkommen. Es ist brütend heiß hier drin. Sie sind weg. Mir ist es auch zu heiß. Interessant. Die Larve eines Schwimmkäfers. Wir sollten... Schon klar, wir sollten ihr möglichst aus dem Weg gehen. Ja, wie du siehst, ist die Larve ein grausames Raubtier. Sie saugt die Körperflüssigkeit der Beute aus wie ein Shake. Und die Lage wird auch nicht besser, wenn sie erwachsen wird. Wie? Sie wird noch größer als jetzt? Ja, aber davor häutet sie sich. Sie häutet sich? Ach, sie hat sich geklont. Sie hat sich verdoppelt. Das ist nur der leere Chitinpanzer. Er ist steif wie ein echter Panzer. Und wenn der Käfer wächst, muss er diese Hülle abstreifen. Die Hose passt ihm nicht mehr und er hat sie sich ausgezogen. Und ich kann jetzt in sein Inneres sehen. Ich habe Röntgenaugen. Ich kann dich durchschauen, Schwimmkäfer. Wenn die Zeit kommt, geht er ans Ufer, gräbt sich ein und verpuppt sich. Siehst du? So sieht eine Puppenhülle aus. Aha. Es ist wie eine Mumie, aufgerollt. Warum lachst du so? Wir leben doch auch in einem Rohr eingesperrt. Ach ja, wirklich, entschuldige. Der Erwachsene schlüpft später aus der Puppe. Das ist dann der ausgewachsene Schwimmkäfer, der... Ein grausames Raubtier ist? Eben. Er kann sogar Fische fangen. Pass auf. Das ist schrecklich. Das ist eine Zumutung. Die Nachbarn fressen sich gegenseitig auf. Ich will nach Hause in meinen Bach. Ich doch auch, glaub mir. Ich hab nur keine Ahnung, wie. Das Wasser ebbt ab. Opa, das Wasser ebbt ab. Der Teich trocknet bald aus. Wir müssen ihnen helfen. Schon wieder. Bitte. Also gut, in Ordnung. Was ist das denn? Was? Das ist ein fliegender Rettungshubschrauber. Die Füße. Blau auf blau. Und los. Propeller. Antenne. Und? Fliegen wir? Ja. Oh, ist es heiß. Die Hitze ist kaum zu ertragen.
Du, Kamanda, lebst du noch? Vielleicht. Was ist denn schon wieder los? Schlürfen. Aber er hat doch gerade erst getrunken. Das war ein Reh. Das ist jetzt ein Dammhirsch. Und eine Kuh. Und ein Pferd. Ja. Säufer, geht weg von hier. Das ist unser Wasser. Und diese? Das sind Ziegen. Pferde, Rehe, Ziegen, sie trinken unseren Lebenssaft. Genug ist genug. Was muss ich noch ertragen? Einen Haartrockner. Nicht einmal zu Hause kann eine Köcherlarve ihre Ruhe haben. Mein Held, Kamanda, ich glaube, unsere Abenteuer enden jetzt. Ich verabschiede mich. Ich mich auch. Ich gehe nach Hause. Das ist das Ende. Das kann nicht sein. Auf Wiedersehen, mein Freund. Und sie bewegt sich doch.